Hallo, ich bin Philipp, das hier ist Netastisch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Discussion und heute geht es um die Post-Credit-Scene in Venom, Let There Be Carnage. So, eigentlich sollte dieses Video ja schon vor langer, langer Zeit auf meinem YouTube-Kanal kommen, doch es gab folgendes Problem. Und ich weiß, für viele von euch ist die Post-Credit-Scene nichts Neues. Im Gegensatz zu anderen deutschen YouTubern wollte ich alle warten, bis der Film bei uns in Deutschland startet und nicht direkt am 1. Oktober einen auf Clickbaiting machen, um, ganz viel über die Post-Credit-Scene zu sprechen, denn jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. Wer die Post-Credit-Scene noch nicht gesehen hat, der sei gewarnt, denn an dieser Stelle gibt es einen mega fetten Spoiler-Alarm! Nach den Ereignissen des Films müssen sich Venom und Eddie verdeckt halten. Venom erzählt, dass er über Wissen von über 80 Milliarden Lichtjahre hat, die Eddies Hirn nicht verkraften können. Wobei ich mir hier unsicher bin, ob es sich nicht um einen Filmfehler handelt. Venom hört sich so an, als würde er über Wissen reden, das er im Laufe der Jahre gesammelt hat. In Lichtjahren misst man allerdings eine Entfernung. Deswegen könnte es auch ein Hinweis zu dem Planeten Klünter sein, von dem Venom stammt. Venom möchte Eddie einen kleinen Vorgeschmack geben und das Zimmer von Eddie fängt an, sich zu verändern. Es wirkt so, als ob Venom dies tut, jedoch ist dieser ebenso fassungslos und weiß nicht, was passiert ist. Im Fernsehen läuft nun ein Bericht von J. Jonah Jameson, der darüber berichtet, dass sich hinter der Maske von Spider-Man Peter Parker verbirgt und wir sehen ein Bild von Tom Holland als Spider-Man. Venom springt auf, schaut ihn sich an und leckt den Bildschirm ab. Wir können uns also denken, was passiert ist. Venom ist nun im Marvel Cinematic Universe gelandet. Ob es etwas mit dem Zauber von Doctor Strange zu tun hat, können wir uns denken. Zumindest hört sich der Sound, wenn Venom durch das Universum reist, ähnlich an zu dem Sound, den der Zauber von Doctor Strange hinterlässt. Und jetzt klingelt Discord. Und mit zahlreichen Schurken, die wieder auftauchen, wie Doc Ock, der grüne Kobold, Electro und Sandman, können wir uns nun auch auf Venom freuen. Viele sind der Meinung, dass wir ihn schon in einer Szene im Trailer gesehen haben, doch ich bin mir ziemlich sicher, bei dieser Szene handelt es sich um die Echse. Laut Gerüchten soll Venom auch nur einen kleinen Cameo-Auftritt bekommen. Zumindest steigert es für mich den Hype auf das Multiverse, wenn Sony und Marvel sich endlich auf ein richtiges Crossover einigen konnten. Das könnte bedeuten, dass ein Auftritt der X-Men ebenfalls möglich ist. Ich bin gespannt, wie sich No Way Home entwickelt. Zumindest denke ich, wir werden nie einen richtigen Kampf zwischen Spidey und Venom sehen und auch Peter wird nie ein schwarzes Kostüm tragen, das ihn dazu bringt, seine dunkle Seite ans Licht zu bringen. Und das war's mit der heutigen Folge Hero Discussion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf und wenn es euch nicht gefallen hat, dann her mit euren Verbesserungstipps. Abonniert, um nichts zu verpassen, aktiviert die Glocke und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier bei Hero Discussion.